Kitchen. Red Kitchen is hot. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder bei mir seid. Ich bin die Sonja und ihr seid bei mir in der Red Kitchen. Und heute zeige ich euch ein ganz einfaches Rezept, und zwar die französische Antwort auf Pizza, nämlich einen Flammkuchen. Flammkuchen, der Boden besteht auch wie bei der Pizza aus Hefeteig. Da habe ich mir jetzt schon mal Mehl reingesiebt. Ich habe da frische Hefe reingebröckelt und dann mit ein bisschen lauwarmer Wasser habe ich das jetzt schon so 20 Minuten stehen lassen, damit die Hefe sich ein bisschen auflöst. Und jetzt kommt noch dazu Salz. Und dann braucht man noch restliches Wasser, also noch ein Wasser, und das soll lauwarm sein, nicht heiß. Und dann wird der Teig fest geknetet. Der Flammkuchen, der wird dann belegt mit Zwiebeln. Und da habe ich so einen rohen Schinken habe ich gewürfelt. Die Zwiebel, die tue ich ganz fein hobeln. Und als Unterlage, auf der Pizza ist ja meistens eine Tomatensauce, da habe ich eine Creme Fraiche. Dann kommen da noch Eigelb rein. Und dann wird das gewürzt mit Salz, Pfeffer und Kümmel. Wer den Kümmel nicht mag, der lässt ihn halt einfach weg. Oder ich tue den Kümmel auch oft in der Mühle reiben, dann wird auch nicht drüber gemeckert, weil man dann nicht mehr sieht, aber schmeckt tut er trotzdem gut. Muss ich den ein bisschen kneten, damit der die richtige Konsistenz kriegt. Also der sollte nicht mehr kleben. Der sollte aber auch nicht zu trocken sein, sondern eine homogene Masse, wo man dann richtig einen glatten Teig dann kriegt. Also der wird jetzt schon, muss man halt dann immer so ein bisschen nachjustieren. Vielleicht mit ein bisschen Wasser oder eben dann, wenn es zu pappig ist, nur ein bisschen Mehl drauf tun. Aber so schaut der schon ganz gut aus. So, und den muss man dann gehen lassen. Also ich habe eine Wärmeschublade da rein. Und das halt, das Volumen soll sich verdoppeln. So, der ist gut. Und dann lasst man den gehen, weil das dauert 30 Minuten, 45 Minuten, je nachdem. Und dann machen wir weiter. So, mein Teig darf jetzt fertig sein. In der Zwischenzeit habe ich mir meine Zwiebeln ganz dünn gehobelt. Dann habe ich mir das Backblech mit ein bisschen Öl ausgestrichen. Dann habe ich hier meine Creme Fraiche mit dem Eigelb verrührt und habe dann schon ein bisschen gesalzen, pfeffert. Und jetzt schauen wir, ob der Teig, ja, das passt. Der kommt jetzt raus. Da braucht man dann meistens nur ein bisschen Mehl, weil der klebrig ist. Und dann tue ich das auf dem Blech ausrollen. Das kann man entweder ist eine Vorspeise, vielleicht mit einem Salat, oder wir essen es jetzt als leichtes Abendessen oder Mittagessen, einfach als anstatt einer Pizza. Dann ist es auch schön, wenn man mal Besuch hat, sitzt gemütlich beieinander zu einem Glas Wein, ist das auch ganz gut. Möglichst gleichmäßig ausrollen. Und ihr seht ja, das hat eine ganz schöne Konsistenz, da pappt man nichts fest. Also so sollte dann der Teig sein. So, jetzt wird das eingestrichen. Dann wird das belegt mit dem Zwiebel und mit den Speckwürfeln. Dann habe ich mir meinen Backofen auch schon vorgeheizt.
Also ich habe das jetzt auf 220 Grad, aber da müsst ihr immer selber schauen. Also gerade mit dem Backofen, das sind immer so circa Angaben, weil jeder ist anderer, jeder heizt ein bisschen anders. Beim Speck also nicht zu viel salzen, weil der Speck, der ist ja auch schon immer gesalzen, dass dann nicht versalzen ist. Man kann den auch würfeln, die Zwiebel auch würfeln, aber ich finde das einfach, wenn man es mit der Küchenreibe reibt, dann sind die alle gleichmäßig fein. Und dann wird's halt auch richtig, werden die richtig gar, wenn sie dann gebacken werden. Ich tue mir dann meinen Kümmel reiben und tue da noch ein bisschen drauf. Kümmel macht es auch wieder leichter verdaulicher. Die Ränder belegt sind. Und da könnt ihr halt je nachdem drauf tun. Wenn sie es ein bisschen speckiger haben, mögt ihr es halt mehr auf. So, jetzt habe ich mir mein Kümmel habe ich mal gemahlen, also das ist nur ein bisschen, was ich da drauf tue. So, das merkt dann keiner, so kann man die Leute bescheißen und jetzt kommt das rein in den Ofen und dann sehen wir uns wieder, wenn der Flammkuchen fertig ist. So, jetzt ist er fertig. Ich finde, der schaut recht gut aus. Schauen wir mal, ob er auch durch ist. Ja, da bleibt nichts mehr hängen. Wunderbar, einfach. Nachschauen, nachkochen und das nächste Mal wieder dabei sein, wenn ich wieder ein Rezept für euch habe. Bis zum nächsten Mal.